So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Trainsport Fever, unserer Folge Nummer 65. Und wir starten hier gleich mega gut rein. Ich habe gerade eben auch nur da gestartet, wo wir da waren. Wir sehen hier ein kleines Problem, was mir gerade so auffällt. Wir gucken ja öfters mal nicht so direkt auf unsere Linie. Und das hat mir aufgefallen, dass einfach unsere Züge viel zu klein sind. Das war ja das Standardproblem, was wir schon eine ganze Zeit hatten, haben. Beziehungsweise das, was immer gezeigt wurde, nach dem Motto, hey, cool, Daniel, du hast da langsam Probleme, ne? Ihr seht's hier, unsere Produktion sinkt dadurch, dass wir hier halt einfach viel zu viel Holz haben. Das heißt aber auch, im Umkehrschluss müssen hier hinten auf die Linie eventuell einfach noch mehr Züge. Okay, die Produktion ist da auch mega runtergerattert. Muss halt theoretisch gesehen da mehr drauf. Hier hinten müssen auch mehr Fahrzeuge auf die 16. Und hier hinten, ach du Scheiße. Okay, wir sind gerade im Weltuntergang. Linie 4 sollte ausgebaut werden. Wir haben hier derzeit, das ist unglaublich, ne? Eine Länge von 313 Metern. Der Zug macht wie viel Gewinn? Also vielleicht sollte ich auch nur Eisenbahn anmachen. Eisenbahn, das ist die Z04. Die macht derzeit Minus. Okay, die Überlegung wäre hier einfach nochmal schnell neue Züge mit drauf zu setzen. Sowie auf die 16 noch weitere LKWs. Um das Ganze hier ein bisschen weiter zu pushen. Kleine Sache, hier hinten die Züge dürften mittlerweile ausgetauscht sein, wenn ich mich entsinne. Nur sichtbar. Das ist die Z4, die hat 17 Wagen, das ist richtig, das heißt, das können wir tauschen. Das war auch richtig, das ist auch richtig. Z5. Ja, also auf der 16 müssen jetzt erstmal noch zwei LKWs drauf, damit wir hier glücklich werden. Und dann müssen wir hier auch gleich weiter ausbauen und eventuell nochmal ein paar Straßen ansetzen. In dieser Folge wird es so ein bisschen chaotisch sein. Das versuche ich dann in der nächsten so ein bisschen wieder rauszuholen, weil irgendwie ja doch alles ziemlich strange läuft. Erstens haben wir hier den Bahnhof gebaut, den wir noch nicht richtig angeschlossen haben. Das will ich ja diese Folge auch noch tun. Da hatte ich vor zu tun. Den verkaufen wir kurz. Genau, wir wollten, oder ich wollte dann halt hier die Linie ausbauen. Das ist dann die 13. Achso, Kommentare aus der letzten Folge werden in der nächsten Folge aufgenommen. Ich habe die zwar schon gesehen, aber irgendwie noch nicht großartig weiter bearbeitet. So, das wäre die 13. Genau, hier hinten wollte ich ja noch den Übergang machen. Was auch noch war das in den Patch Notes. Da hatten viele darauf hingewiesen. Die meisten Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, alle gepatcht wurden, wie zum Beispiel das Zugtauschen. Ist eingeführt worden, erst sobald der Zug leer ist, damit man keine Güter oder Personen verliert. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, dass man sowas berücksichtigt. Und dann halt auch so die Sachen bezüglich des Gütertransportwesens, was wir da hatten auf der Z1 oder ZG1. Hatten wir das Problem ja, wie viele garantiert noch wissen, dass unsere Fahrzeuge dort aufgrund eines Signals nichts gefahren haben. Also es war nicht die Spielschuld, sondern wirklich meine. Danke da nochmal. Gut, ihr kennt mich, ich bin etwas stur bei sowas, der dann auch mal sagt, ach komm, das Spiel ist doch nicht schuld. Und am Ende ist es dann doch schuld und ach, es ist was anderes. So, genau, jetzt heißt es hier nur noch die letzten Signale setzen. Und ja, hier vorne müsste ich eigentlich eine Kreuzungsweiche reinbauen. Eine generelle. Damit wir hier auch einmal alles abdecken von den Spurrichtungen. Normalerweise sind wir dann hier wieder die Arsche vom Dienst, die einfach nur sorgen, ja, haben wir halt und dann ist Ruhe. So. Zack. Zack.
dann den. Genau, hier hinten, die hatten wir schon. So, das heißt, hier sollte die 13 jetzt auch auf seinem Gleis fahren, genau. Da hinten stehen auch Leute, eben habe ich schon gesehen gehabt. Dann machen wir das so, dass hier hinten jetzt der Bahnhof drankommt. Und wir dann jetzt hier sagen, was ist der günstigere Zug, der 130, 125. Das ist teuer. Wir nehmen einfach mal zwei. Wir probieren es aus. Wenn nicht, haben wir daraus gelernt. Sind eine Nummer schlauer. Und lassen das dann halt in Zukunft sein. So, genau. Hier wird also schon ein Teil abgedeckt. Leider nicht allzu viel. Aber das schaffen wir dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Z4 wollte ich jetzt noch ausbauen. Da hatten wir, glaube ich, auch in unserer einen Hauptstadt ein paar Probleme. Genau, hier seht ihr es. Dass hier einfach viel zu viele stehen. Da auch. Und dann ist das, glaube ich, bis hier oben durchgeschlagen oder so. Okay, es hat sich gerade relativiert von der Verteilung. Aber auf jeden Fall müssen wir da auch noch was machen. Hier müsste ich eigentlich auch noch mal zwei oder drei Straßenbahnlinien zusätzlich reinbauen. Damit wir halt hier keine Probleme haben. Genau, hier fahren die auch leider nur in eine Richtung. Das heißt, alle wollen natürlich in eine Richtung und dann ist schnell mal Ende. Das ist blöd. So, wie sieht es hier auf der Z1 aus? Die fahren super. Der fährt nämlich voll und der kommt ja auch voll zurück. Was hatten wir jetzt auf der Z4 für einen Zug drauf? Da will ich gleich nochmal nachgucken. Z6. Ja, Z6 könnte eigentlich auch mal ein Upgrade vertragen. Das ist ja hier unsere... Ich fahre bis zum Bahnhof-Linie. Oder zum Flughafenlinie. Naja, ist das nicht schlecht. So. Auf der 4 ist E-Lok 11 Wagen der neueste. Das heißt, wir kaufen einfach mal zwei von den Zügen mehr. So, 11 Wagen. Das ist natürlich schon eine heftige Summe. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mal 2 und dann auf die Z4. Okay, hier sieht man es, dass der Zug jetzt nicht mehr allzu viel Gewinn macht. Das ist blöd. Und jetzt müssen wir hier immer noch auf der Z2. Jetzt hat die Z2 hier natürlich wieder dieses Massenproblem, was wir vorher mal hatten. Was wir noch von früher kennen. Das heißt, da sollten wir auch noch mal einen zusätzlich draufsetzen. Holla die Waldfee. Mittlerweile fahren hier echt viele Autos durch. Nicht schlecht. Okay, das heißt also, da wirken wir jetzt erstmal entgegen mit zwei neuen Zügen auf der 4. Genau, hier hinten, die sollten ja auch alle normal fahren. Das fährt auch voll. So, 105. Oje. Das ist schon nicht wenig. Genau, das lassen wir kurz mal stehen. Das heißt, die Verbindung da steht. Hier hinten, das geht ja auch noch gerade so irgendwie. Ja, bislang ist alles abgedeckt. Die Holzproduktion sagt jetzt hier auch wieder... Juhu, ich bin hier leer gelaufen. Das heißt natürlich, wir machen da dann gleich dementsprechend Minus. Hier läuft das irgendwie nicht so ganz. Aber wir haben voll viel im Lager. Aber irgendwie will die Produktion halt nicht steigen, oder? Die sinkt sogar. Ziemlich blöd. Das ist auch blöd, dass wir da so einen Rand haben. Haben wir hier eigentlich... Wir haben hier einen Personentrakt, ne? 18. Wie voll fährt der hier? 6. Ne, das ist der LKW. 18. Welcher Linie? 2. 21. Dann machen wir das mal ganz kurz so, dass wir hier sagen, cool, im nächsten Tausch bist du halt ein anderer Bus. Und dann Straße verläuft hier. Wieso dreht er denn hier so komisch im Kreis? Hä? Okay, das verstehe ich irgendwie nicht.
wieso denn nicht gleich so? Erstens fahren die dann nicht dauerhaft im Kreis und zweitens ist es auch angenehmer. Also die 21 ist also noch okay ausgestattet. 350 Leute. 42 fahren jetzt erstmal weiter. 16 fahren da schon. Ja, es wird scheinbar langsam alles irgendwie, oder es ordnet sich hier langsam. So, das heißt, bevor es hier richtig geordnet weitergeht, machen wir das dann so, dass wir hier vorne, dann ist wieder das Arschloch, hier vorne einfach wieder für die Bahnen einen Abzweig reinmacht. Wo er sich denken kann, jo, das machen wir jetzt einfach mal. Dann können wir hier zum Beispiel einfach uns Wege ersparen. Zum Beispiel normal nicht so gewesen wären oder nicht da gewesen wären. Dann haben wir hier auch Ruhe. War auch nicht möglich. So, wenn ich den jetzt hier lang laufen lasse. Und dann hier hochgehe. Könnte ich das machen? Und dann, wenn ich hier hochgehe. Ich muss gerade voll Brainstorm halten. Wie ich hier lang gehen kann. Ohne halt mir das richtig zu verbauen. Können wir das ja so machen. Auf die Naht anbauen. Dann hier rum und dann halt hier unten Richtung dem Bahnhof. Dass wir halt hier so eine Art Wendeschleife haben. So, das heißt, eigentlich müssten wir das viel klüger lösen. Und zwar, jede Haltestelle hat nur einen, auf jeder Seite nur einen Punkt. Dass es da nicht zu größeren Staus kommt. Das wäre so die optimale Lösung. Kann man es, glaube ich, nennen. So. Und dann die da. Ja, irgendwie so passt das schon, denke ich. Sorry. Ja, das tut mir jetzt auch mega leid, aber musste halt sein. Zack. So, bevor wir da irgendwas machen, mache ich ja mal kurz das hier. Dann passen wir das einfach mal an. So, ja, komm, hier machen wir auch noch die kleinsten Hügel weg. Damit wir hier was Gutes erschaffen. So. Und dann machen wir von hier aus halt die Straße wieder. Okay. So. Dann brauche ich kein Depot, ich brauche eine Haltestelle. Und dann können wir hier nämlich anfangen. Mit der S35 oder sowas? S36 dürften wir jetzt haben, weil 35 sind wir in der letzten Folge mitgefahren. Genau, S36 kommt jetzt hier. S36, dann haben wir die nämlich auch schon fast. Dann sind wir damit auch schon wieder fast fertig. So.
Achso, hier hinten fehlt dann noch die Haltestelle. Das schaffen wir aber. So. Zack. Zack. Hier haben wir ausnahmsweise dann auch nicht so viele Haltestellen. Jetzt machen wir was Neues. Daniel verzichtet mal auf viele Haltestellen. So, bis wohin ging die Straßenbahn? Da. Das heißt, wir bauen dann ab hier raus nochmal einen Abzweig. Zack. 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 Und dann das, ja. Das ist okay. So, dann einmal plätten. Dann passen wir das einfach der Umgebung hier an. Obwohl wir halt die Schuldigen hierfür sind. Sieht echt gut aus. Also von den Höhen und sowas. So. Das heißt, hier machen wir auch die Haltestelle rein und dann kommt dann diese zwischen die. So. Genau, ein Depot brauchen wir auch noch. Und das Depot kann dann ja vorsichtig hier hingesetzt werden und dann ein paar Trams. So. Ein paar Trams. So 36, da haben wir's. Ready to go. Dann haben wir hier oben nicht den ganzen Kladderadatschen abgetastet. 106 Leute. Okay, so viele steigen aber nicht aus. Täuscht mich das oder fahren gerade jetzt mehr Autos als vorher? Nachdem wir die Straße geändert haben. Oder auch nicht. Ich glaube, nachdem wir sie schon geändert hatten. So, da stehen ein paar. Hier steht auch. Oh, hier laufen auch ein paar hin. Das ist okay. Hier ist leider nichts. Stimmt, was macht eigentlich unsere Concorde? Ja, die 12 macht 7 Millionen minus. Die Concorde macht auch ein paar. Für fast 50 Millionen plus. Okay. Genau, hier können wir die eigentlich mal tauschen lassen, dann durch zum Beispiel die kleineren hier. Kosten dann ja auch nicht mehr so viel. genau, dann haben wir das wenigstens schon mal abgefrühstückt. Fährt eigentlich der andere Zug hier hin? Wieso fahren die eigentlich auf dasselbe Gleis? Ja. Ja. Okay, hier haben wir immer noch so kleine Transportprobleme auf der 34. Warten wir denn hier das Depot? 15 und 34, 33, 15, 33, 33, 15, 33, 34. Also auf die 33 muss auf jeden Fall nochmal eine Bahn, wenn ich jetzt das Depot finde. Da. Ich war eben gerade, glaube ich, ein bisschen blind. 33, 2, 1 auf die 34 und dann 3 nochmal auf die 15. Oder okay, auf der 34 sind halt auch genügend Plätze. Hätte ich eigentlich auch gleich die 34 mit noch einer Bahn versehen können. Ja. Also es gleicht sich wohl irgendwie aus, habe ich das Gefühl. So, dann haben wir auf jeden Fall das. Ich hoffe, dass die Parallellinien jetzt hier irgendwann auch mal ein bisschen Geld machen. Beziehungsweise, dass wir hier mal den einen oder anderen hierher gelockt bekommen.
Nach dem Motto, fahr doch mit uns. Was mich gerade wundert, wieso meckert eigentlich die Industrie nicht, dass sie nicht angeschlossen ist? Ja. So, das ist die 12. Das ist die 2 und hier in die 13. Ja. Da sieht alles okay aus. Heidewitz, was ist denn hier schon wieder? Okay, die 11 bringt doch mehr Probleme mit, als ich dachte. Wie sieht es denn hier geldtechnisch auf den Linien aus? Sehe ich jetzt... Ei, die machen ja alle Minus. Die machen Plus. Also die Flugzeuge sind voll, aber die machen Minus. Hä? Die F2 ist klar, aber wieso die F3? Die fährt doch hier voll. Ah. Oh, hier müssen wir dann mal weitermachen. So. Sieht's hin aus, der fährt auch fast voll. Ziemlich strange. Okay, so, wie viel decken wir denn hiermit noch ab? Das ist okay. 23 brauchen wir nochmal zwei Trams. Ach, wir müssen dann allgemein, wenn wir schon anfangen, dann müssen wir das auf beiden gleichzeitig aufbauen. Das heißt, drei zum Beispiel auf die, ich weiß jetzt schon wieder nicht, welche Nummer das war. 23, 24, klar. 23, 3. 1, 2, 3. Und dann auf die 24. So, das heißt, hier sollten wir dann auch langsam mit dem Dings helfen. So. Wieso reiße ich das hier gerade ab? Damit ich sicherheitshalber einfach mal Gleise hier rüberlegen kann. Ohne mir jetzt den Weg wirklich zu versperren. Wir einfach nur den Platz haben, halt hier später passend ausbauen zu können. Wie schnell ist das jetzt? 130. Okay. Ich hätte hier gerne auf beiden 120 mindestens. Oder am liebsten nur 120, nicht mehr. Ein Stück dranhängen. Ja, 122 und ich habe genau auf das falsche Gleis gebaut. Yay! Überhaupt nicht blöd. Direkt auf das falsche Gleis zu bauen. Aber, hey. Hier können wir dann das wesentlich einfacher machen. Weil wir müssen nicht nochmal ein bisschen mehr abreißen. Wir haben ja das schon von vornherein. So. Da machen wir das so. Da so. Und dann kann hier hinten meinetwegen der Übergang rein. Nehmen wir gleich ruhig etwas, eine breitere Straße. Ja. Okay, das lohnt sich auch nur auf dem vorderen Bereich, beziehungsweise dann halt darüber, aber hier nicht. Dann haben wir das. Dann machen wir den hier. Dann machen wir das Ganze hier runter.
So, ich will das extra nicht mit der Hauptstraße verbinden, sonst haben wir da einfach ein bisschen zu viel Trubel. Und das ist auch nicht gut. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier hinten, ja, da versuchen wir ja gerade ein bisschen gegenzuwirken. Aber irgendwie bringt das da nichts. Das heißt, auf der 15 brauchen wir eindeutig noch mehr Fahrzeuge als jetzt schon. Obwohl halt die Hälfte der Haltestellen leer ist. So, das heißt, hier fahren die voll auf der 2. Ja. Die Concorde fliegt leer. Ich es hasse. Die Produktion ist runtergegangen. Geldtechnisch sieht das hier super beschissen aus. Die machen dicke Minus. Und jetzt fahren die noch nicht mal voll. Wir machen es einfach nochmal neu. So, das dürfte dann von der Größe reichen. So, ach, die sind ja erst 3 Jahre alt. Ups. Ja, das heißt, wir rechnen da halt erstmal dauerhaft mit dem kleinen Minusgeschäft. Die machen alle Plus. Das ist mindestens der Ausgleich dafür, dass wir hier so eine Scheiße fabriziert haben. So, auf jeden Fall werden wir dann mit ungefähr 5-6 Wagen weniger. War halt immer noch 3 Züge das Ganze, also ja, dieselbe Leistung transportieren. Und dann haben wir das. Hier hinten sind wir in 3 Monaten wieder ausgebaut. So, hier hinten sollte sich das dann auch langsam hocharbeiten. Genau, in 5 Monaten wird da auch vergrößert. Perfekt, hier machen wir noch dieses ekelhafte Ding weg. Das passen wir nochmal an. Ich habe doch eigentlich gerade schon gar nicht mehr gedrückt, jetzt gerade wieder. Dann haben wir das passt. Der fährt relativ. Der fährt voll. 2 Monate, juhu. So, das heißt, das läuft. Perfekt. Wie lange haben wir schon? Wir haben jetzt unsere Folgenlänge theoretisch erreicht. Das ist sehr schön. Okay. Steigt die Produktion jetzt hier wieder? Scheinbar, oder? Steigt echt. So, 44 Waren haben wir hier hinten eben gehabt. 8 Millionen der. Es ist so genial, wie viel Geld hier teilweise durch die Züge zusammenkommt, obwohl man das halt nicht glaubt, ne? Aber hier kommt der nächste direkt. Urban Games, ihr müsst doch so eine Auto... Ich habe mindestens Abstandfunktion. Lol, unsere Autobahn wird ja hier genutzt. Ziemlich nice. Also muss ich gerade mal sagen, ich finde es ziemlich nice. Unsere TGW-Linie ist auch voll ausgelastet, wie eh und je. Das hier weniger? Nein, brauchen wir noch einen Zug, schätzungsweise. Weil, nee, der fährt nicht voll. Weil die Tramhaltestellen sind hier alle voll. 19 und 20. 19 und 20, wo war die Haltestelle? Das Depot. Da. So, 19. 20. Und hier drüben, der Bus fährt auch voll auf der 21. Da hatten wir eh schon eingestellt, dass der neuere da kommen soll, beziehungsweise der Gelenkbus dann kommen soll. Den tauschen wir, oder lösen wir halt schon mal teilweise ab durch den Gelenkbus jetzt. Das heißt, hier haben wir auch was Gutes. Nur hier drüben fehlt jetzt auf der Seite noch so die kleine Verbindung, weil hier drüben fahren sie ja schon. Die Fahrzeuge alle. Das heißt, wir könnten uns das jetzt hier zum Nutzen machen. Und einfach so frech sein und einfach diese Linie ausbauen. So.
Zack. Genau. Machen wir das jetzt hier nochmal kurz. So. Dann haben wir das. Ja, und hier muss dann halt mal geschaut werden, wie man, wo man zum Beispiel hier noch eine Schleife reinmacht. Sowas. Das heißt also, es wird wieder so eine Optimierungsfolge irgendwann geben, wenn wir soweit sind. Das heißt, es gibt jetzt die S37, die von da, 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 da drüben, dort, dort den Weg zurückfährt. So. S37. Entweder machen wir jetzt hier einen Übergang rein, wo die Straßenbahn rüberfahren können, oder wir lassen das. Oder wir machen halt hier auf der nächsten Seite ein neues Depot, aber das wäre Schwachsinn, finde ich, oder? Okay, wir machen erstmal ein Depot. Wir können ja immer noch in den nächsten Folgen darüber ausgiebig diskutieren, beziehungsweise uns beratschlagen, was denn jetzt hier wirklich kommen soll. Ob wir jetzt sagen, cool, machen wir eine Brücke, oder wir lassen das zweite Depot einfach stehen. Ist halt jetzt die Frage. So, 37, dann haben wir hier nämlich das so weit, dass die Leute halt auch vom Bahnhof hier hinten hinkommen, das was ja vorher noch nicht möglich ist. Und dann nutzen wir hier einfach die zweite Seite oder die anderen beiden Seiten, um hier nochmal so eine kleine Linie hinzubauen, sobald die Städte halt dort den Bedarf sehen, sich auszubauen. Von daher würde ich erstmal sagen, war es das auch wieder für diese etwas längere Folge von ungefähr über 30, 33 Minuten, eigentlich wie mittlerweile immer. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, haut rein und ciao!